Hallo und herzlich willkommen zu... Willkommen zum Deutschkurs, verstehst du? Aber der würde dir doch auch nicht schaden. Unser heutiger Gast hat einen... Masturbationshintergrund. Nein, Schatz. Das heißt Migrationshintergrund. Was? Ist sie bei den Grünen? Nein, viel cooler. Die hat ein eigenes Programm in der Bar jeder Vernunft. Sehr vernünftig. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Gillette Aische. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thekenschlampe. Hallo, meine Perle. Merhaba, habla. Merhaba. Ihm sein Assassin. Sie kann richtig gut türkisch. Hab ich schon mal gelernt. So, meine Damen und Herren, Sie wissen vielleicht nicht, wer Gillette Aische ist. Sie wissen das gleich, denn jetzt hast du deine 30 Sekunden, um dich den Leuten vorzustellen. Also, ich habe nur 30 Sekunden, deshalb ich will ganz schön sagen. Also, mein Name ist Gillette Aische, ich bin 18 Jahre, ich komme aus der Köln, ich bin total wichtig, ich bin übertrieben YouTube-Star und so und ich bin auch total hübsch und ganz ganz ehrlich, meine Schwester ist ein Integrationsnotar. Ah, was soll ich dir noch erzählen und so? Ich will neun Kinder kriegen, unbedingt. Ja, weil es gibt Geld von Hartz IV haben, weißt du? Du musst schlau sein im Leben, okay? Und ich wollte nur sagen, ich mache auch Auftritt und so. Dann kann man mich sehen, wie ich ein Star bin und so, ja? Und dieser Auftritt ist einmal im Bar von jeder von uns. So, Abla, wir trinken erstmal ist hier Himbeerbrause. Während der Talkshow haben wir ein Wort, auf das wir dann immer hier das gesunde Zeug trinken. Das ist natürlich Türkisch. Kommen wir zum Trinkspiel. Das heißt, ich gebe ein paar Statements. Okay. Na, wir müssen mit Ja oder Nein antworten können. Okay. Und bei Ja trinken wir. So, meine Liebe, was ist dein Lieblingsgetränk? Also, mein Lieblingsgetränk ist Ayran. Ayran? Ja, oder Uluda. Kennst du Gasos? Ja, Uluda. Einmal Uluda. Ist Uluda? Nein. Ist Uluda. Und ja. Ist ein bisschen altes Uluda. Das ist kein Gas mehr drin. Ach so. Ja. Bitte halt mal die Fresse da drauf an! In meiner Beziehung habe ich die Hosen an. Ja, auf jeden Fall. Gib gleich ganze Glas. Cheers, cheers. Das ist aber kein komischer Olo da, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ist ein bisschen alt vielleicht. Wo hab ich, meinst du, es wegen alt? Ich nehme auch von Olo da. So, ich bin noch Jungfrau. Wenn es anal, es ist egal. Deshalb bei uns ist nicht so schlimm mit Anal und so. Die Bräuche aus meinem Heimatland sind mir wichtig. Total, total wichtig. Ist mir nicht. So, bisschen komisches Ulodane. Abla, du musst für uns Bauchtanz machen, oder? Ich soll Bauchtanz machen? Du sollst dich jetzt sofort so? Ja, ja. Okay. Lei, 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 lei. Wichtigste, was ich in der Schule gelernt habe, war A. Respekt, B. Lesen oder C. Prügeln. Okay, A und C. Wenn ich erwachsen bin, werde ich... Einzelbetreut. Ich krieg da Einzelbetreuung richtig jetzt. Ich habe so Mehrfachbetreuung, weißt du? Wenn mir mein Sohn erzählen würde, dass er schwul ist, würde ich ihm sagen, A. Alter, verpiss dich. B. Finde ich cool. Oder C. Besser als einen Esel zu ficken. B. Mach mir die Haare. Mach Haare, mach Locken und so. Du kannst gut. Bist du politisch interessiert? Was heißt diese politisch. Hier, was so abgeht mit Regierung und so. Ach, Regierung. Ja. Diese Politik. Ah ja, ich bin total Regierung. Ganz ehrlich, ich habe auch gesagt, ihr müsst mich wählen als Präsident, weil ich kann auch richtig gut mit Geld von anderen Leuten. Machst du das, machst du Politik. Was für Staatsbürgerschaft hast du? Deutsch oder türkisch? Trinken. Warum trinken? Türkisch. Ist türkisch, ist sowieso gesund und ja, so. Ja, ist gesund vom Kloster. Oh, fieses Kloster. Ich hab Deutsche. Deutsche? Kannst du sogar Bundespräsidentin ja, werden. Ich hab License to kill und so man sagt, weißt du. Ach, ganz ehrlich, mir geht's ganz anders, ich weiß auch nicht. Aber geht dir gut, oder? Es geht's mir gut. Das ist der Kräuter und so was. Das Kräuter stimmt, ja, ja. Weil du weißt, ich darf kein Alkohol. Du weißt. Alkohol ist scheiße. Das, was ist scheiße, würdest du nie machen, stimmt, nee, Gloria? Nee, nee, nee. Okay. Nee, ich hab mal sehr viel Alkohol getrunken, aber da hab ich so eine Hornhaut auf der Leber bekommen, das geht nicht mehr. So, Integration bedeutet für mich? Also guck mal, es ist so, Gloria, ja, ich habe so einen Integrationsstern im Hintergrund.
Aber ich habe nie gesehen. Deshalb, ich weiß gar nicht genau, wie dieser Stern aussieht. Aber ich weiß auch nicht, diese Integration ist ein schwieriges Thema, ganz ehrlich. Entschuldigung, dein Mikro hängt schon wieder wie ein schlaffer Penis. Das Mikro. Penis. Wer Penis gesagt? Häufer! Wie ein türkischer schlaffer Penis. Oh Gott! Yalla, hier, trink diese alte Uluda. Diese Uluda, wirklich ganz ehrlich, schmeckt komisch. Schmeckt komisch? Uluda ja, ist ein Berg komisch. In der Türkei, ne? Ist ein Berg in der Türkei? Okay. Ja, ich weiß nicht viel. Wer ist für dich der wichtigste türkische Politiker? A. Atatürk, B. Erdogan oder C. Osama Bin Laden? Eigentlich, ich hätte C gesagt, aber die Wahrheit ist A. So, mein Outfit ist ja eine Hommage an dich. Und das ist Adidas. Zeig's, ich hab's schon gesehen, du hast diese besondere Adidas, du hast diese Spezial. Aber es hat ein Designer gemacht. Du stehst ja wie ich auf Adidas. Freund. Wie kannst du dir das leisten? Guck mal, ich kann es mir nicht leisten, aber mein Freund und so absorbt mir immer die Sachen. Ayak Ahmed, weißt du, er kennt sich aus mit dies, das, aber es fällt immer was von LKW und so. Und zufällig erfindet. Erfindet Zufall. Ist dein Freund gut zu dir? Mein Freund, ist eine komische Frage, weil es geht in unserer Beziehung nicht darum, es geht immer darum, wer gewinnt. Wer gewinnt? Ja. Manchmal wir diskutieren, ich diskutiere ihm eine, er diskutiert mir eine. Manchmal ich diskutiere mit Knie. Es ist ein Kampf zwischen Mann und Frau. Wenn du liebst, du musst hassen. Verstehst du? Wenn du nicht hast, dann du kannst du nicht lieben. Hass sind so nah. Ja, das ist eine Kette. Du willst für immer bleiben mit deinem Liebling, dann musst du hassen. Hass ist eine Kette bis in Hölle. Ihr bleibt zusammen. Am meisten Angst hast du vor A, dass Adidas pleite geht, B, dass dich das Jobcenter einem 1-Euro-Job zuweist oder C, dass ich mich in einen Deutschen verliebe. C. C? C ist das Schlimmste. Ich meine, kann nicht passieren, ganz ehrlich, aber wenn passiert, wäre ganz schlimm. Weil, guck mal, er hat eine Haut vorne. Das ist ein großes Problem. Diese Haut. Die Stinkepelle. Du musst dem, genau, weil stinkt, du weißt genau. Hartz IV erhält A, mein Vater, B, mein Freund, C, meine ganze Verwandtschaft. Also ich würde sagen C mit einem Strich, weil die in Türkei kriegen auch. Wir haben ein Dorf, die sind auch alle angemeldet. Ich habe gemacht. Ich bin voll stolz. Voll cool. Entwicklungshilfe. Ja, habe ich auch gesagt. Ich mache Entwicklungshilfe. Lebst du zu Hause? Ich lebe zu Hause, ja. Und willst du jetzt ausziehen? Weil mit 18 darfst du ja. Ich darf das. Bei uns, es ist so, guck mal. Wenn es muss einer kommen, er muss so viel Geld geben, wie du wiegst, weißt du? Und weil ich wiege über 100 Kilo, es ist ein bisschen schwer, jemanden zu finden, der hat so viel Gold. Aber vielleicht, wenn ich Glück habe, ich krieg Zwangsverheiratung. Ich freue mich schon voll. Ganz ehrlich. Regie, ich kann damit nicht umgehen. Machst du auch so mit deinem Freund? Mit meinem Freund? Du trittst ihn manchmal. Nee. Du boxst ihn manchmal. Nee. Manchmal du machst Cagefight. Aisha, du hast 15 Sekunden jetzt. Okay. Das sind deine 15 Sekunden of Fame. Okay. Ruhm. Du kannst alles sagen, was du willst. Wen du heiraten willst. Whatever. Okay, ich habe nur 15 Sekunden, deshalb ich muss schnell reden. Also mein Name ist Gillet Aisha und so. Bitte, ey, kommst alle zu meiner Show. Ich habe eine Serie bei Bild.de und so, ja. Die haben gesagt, ja, sie ist da und so. Wir müssen sie nehmen. Jede Woche, ich komme, ich erzähle was zum Beispiel von, sind wir von der Fuck. Weißt du, was sie gemacht hat? Sie ist jetzt auf Straße, sie ist jetzt ein schlimmes Mädchen. Egal, aber ich erzähle euch immer ganz viel. Jetzt 15 Sekunden zum Vorbei, oder was? Ja. Ja, warum, du hast zwei Köpfe? Aber vorhin, du hattest nur einen Kopf. Echt? Ja, ich weiß nicht, ist was in diese Holunder-Sirup? Na, das ist mein türkischer Kopf. Ah! So, türkisch, türkisch. Sie haben türkisch gesagt. Das ist total türkisch, türkisch. Ich kann diese nicht mehr trinken, ja, ganz einfach. Damit kommen wir auch zum Gewinnspiel. Denn ihr gewinnt natürlich. Es gibt zwei Tickets für die Show von Gillette. Genau. In der Bar hier davon nun. Und es gibt ein T-Shirt. Was steht da drauf? Es steht dies, das drauf. Dies, was? Das, dies, das. Weil wir uns, wir machen dies, das. Weißt du nicht, das. Adidas. Wir machen dies, das. Nein, kein Fake, kein Adidas. Dies, das. Dies, das. Wenn ihr uns sagt, wie viel wir getrunken haben. Genau, wie viel? In dieser Folge, ne? Was war ein Schnaps? Was ist Schnaps? Was Schnaps? Nix Schnaps. Meine Schöne. Ja. Wenn du in deinem Leben noch einmal etwas ändern könntest. Ja. Eine Sache. Okay. Was wäre das? Meine Haare. Deine Haare? Ja, ich muss mehr Haare haben. Türkisch. Wir haben gar keinen Schnaps mehr. Schade.
Was war ein Schnaps? Wir haben gar nicht Schnaps getrunken. Stimmt, weil ich dafür gar kein Alkohol. Ich bin so gewohnt von anderen. Ach so, das ist nämlich Klosterwasser. Kloster. Nicht Kloster von hier, sondern die von da drüben. Kloster. So, meine Lieben, das war Thekenschlampe heute aus Kreuzberg mit meinem The One and Only Türkisch Gas. The One and Only Gillette Ayşe. Dankeschön. Fesche Kühle. Dankeschön. Ja, ich liebe dich. Ja, guckst du dir schon mal. Ich danke dir. Das Beste, ja. Wer Eier mit anlegt, der kriegt gleich Bauerklatscher. Ich sag jetzt schon. Ich stehe unter unserer Schütze jetzt. Ah, sehr schön. Turn on the